Dieses Prinzip haben wir übertragen auf unterschiedliche Bereiche, auf niedergelassene Ärzte, auf Pflegeeinrichtungen. Und das übertragen wir jetzt auch auf digitale Gesundheitsanwendungen, dass wir sagen, wir wollen einen Überblick verschaffen über die digitalen Gesundheitsanwendungen, die es auf dem Markt gibt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Heute habe ich Timo Tran-Behrendt im Business Talk Podcast. Und zwar, Timo Tran-Behrendt ist Senior Projektmanager in der Bertelsmann Stiftung und aktuell Projektleiter für das Projekt Der digitale Patient. Die Bertelsmann Stiftung ist uns allen irgendwie ein Begriff. Aber was macht die Bertelsmann Stiftung eigentlich genau? Und warum ist das Thema Gesundheit so wichtig? Darüber spreche ich unter anderem mit Timo Tran-Behrendt und wir sprechen aber auch über das Thema Digitalisierung und natürlich über sein Projekt, der digitale Patient. Wir reden über den Future Med Talk und wir reden auch darüber, wie viel Arzt der Patient in Zukunft noch braucht und welchen Arzt brauchen wir überhaupt in der Zukunft für das Thema ambulante Versorgung. Denn das Thema ambulante Versorgung spielt in der Stiftung eine große Rolle. Und darüber spreche ich mit Timo Tran-Behrendt im Business Talk Podcast. Ein sehr, sehr interessantes Interview, weil wir ein bisschen ausführlicher genau über diese gerade beschriebenen Themen reden. Wir reden über Gesundheitskompetenz der Bevölkerung. Wir reden aber auch über den Transfer von Innovationen in die Regelversorgung. Und wir reden eben auch darüber, welche Wahrnehmung der Patient hat und welche Wahrnehmung der Arzt genau zu diesem Thema Digitalisierung hat. Bevor es losgeht, möchte ich Timo Tran-Behrendt nochmal genau vorstellen. Er ist 44 Jahre alt, wohnt in Essen, ist Vater von zwei Kindern, wohnt und lebt mit seiner Familie mitten im Ruhrgebiet. Er war, bevor er Projektleiter bei der Bertelsmann Stiftung war, von dem er jetzt mittlerweile 15 Jahre schon ist, Mitarbeiter in der Entwicklung und Etablierung eines Internetportals, was die Weiße Liste heißt. Er hat davor ein Studium der Kommunikationswissenschaften, Politikwissenschaften und Soziologie mit Fokus Gesundheitskommunikation und Gesundheitspolitik studiert. Und er hat, und das ist sehr interessant, eben eine sehr praktische Ausbildung, nämlich er ist ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger. Also freut euch drauf, tolles Interview geworden. Und wir hören uns gleich wieder im neuen Business Talk Podcast. Herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Freue mich heute ganz besonders, Timo Tran-Behrendt von der Bertelsmann Stiftung begrüßen zu können. Die Bertelsmann Stiftung ist vielen von Ihnen, von euch sicherlich ein Begriff, aber was genau dahinter steckt, werden wir heute in dem Interview noch mal ein bisschen genauer durchleuchten. Also, Herr Tran-Behrendt, vielen Dank, dass Sie heute da sind. Wir starten einfach mal mit der Frage, wer Sie sind und was machen Sie beruflich und privat mit eigenen Worten. Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, ich bin oder werde in Kürze 44 Jahre alt, vielleicht erstmal so viel zur Einordnung, wenn Sie hier vor sich haben. Ich lebe in Essen im Ruhrgebiet jetzt seit einigen Jahren, bin Vater von zwei Töchtern und bin jetzt seit fast 15 Jahren in der Bertelsmann Stiftung aktiv und arbeite dort im Themenfeld Gesundheit. Und seit einigen Jahren befasse ich mich dort im Schwerpunkt mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Von Haus aus bin ich Sozialwissenschaftler, habe Kommunikation, Politik, Soziologie studiert, in allen Fächern mit einem Schwerpunkt auf das Thema Gesundheit. Und vor meinem Studium habe ich einige Jahre als Gesundheits- und Krankenpfleger gearbeitet, unter anderem in einem großen Universitätsklinikum und daher mein ursprünglicher Bezug zu diesem Thema. Das heißt also, Sie sind, haben auch viel praktische Erfahrung, wenn es um das Thema Gesundheit, Pflege und Patientenversorgung geht. Das würde ich so sagen. Die praktische Erfahrung liegt jetzt einige Jahre zurück. Wie gesagt, bin schon seit längerer Zeit jetzt raus aus dem Beruf, aber zumindest habe ich ein bisschen Einblick gewinnen können in die Berufspraxis. Ja. Mhm.
Sie haben gesagt, Sie sind Familienvater, leben im Ruhrgebiet. Da haben wir ja schon mal zwei Gemeinsamkeiten. Wir leben nicht ganz so weit voneinander entfernt. Wie schaffen Sie den Ausgleich? Sie haben gesagt, seit 15 Jahren in der Bertelsmann Stiftung. Familie, das ist sicherlich nebeneinander nicht immer einfach zu handeln. Ich, wie gesagt, kann aus eigener Erfahrung sprechen. Wie halten Sie sich fit? Halten Sie sich gesund? Was machen Sie? Sport? Bücher lesen? In welche Richtung geht's? Naja, soweit das gelingt, versuche ich tatsächlich neben den beiden Schwerpunkten Familie und Beruf dann noch einen Ausgleich zu schaffen. Die Familie an sich ist natürlich schon der Ausgleich schlechthin zum Beruf, aber ich versuche mich jetzt in der Corona-Zeit tatsächlich wieder angefangen, aktiv laufen zu gehen. Das versuche ich jeden zweiten Abend zu machen. Und ansonsten ist, glaube ich, der Ausgleich vor allem über die Aktivitäten im Freundeskreis, mit anderen Leuten, mit der Familie. Ich suche Ausgleich als Mensch, der im Ruhrgebiet wohnt, ganz naheliegend auch über meine Liebe zum Fußball. Und ich gehe sehr gerne ins Stadion. Und das sind dann immer nochmal schöne Sachen, die einen ja neben dem, was beruflich so läuft, dann auch ablenken, in Anführungszeichen. Genau. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, wir sind mitten in der Corona-Zeit, gerade schon wieder so in der Phase, wo wir vielleicht persönlich das Gefühl haben, es wird schon wieder ein bisschen besser, wir gewinnen wieder mehr Freiheit zurück, aber das Thema Gesundheit hat uns natürlich alle sehr persönlich in den letzten Wochen, will nicht sagen fast ja Monaten, schon beschäftigt, weil uns ein Virus aufgezeigt hat, wie wichtig das Thema doch ist, was uns vielleicht so im Alltag hin und wieder mal verloren geht, den Gedanken dahin. Das Thema Gesundheit hat Sie beschäftigt in den letzten Jahren, nicht nur beruflich, sondern auch persönlich, durch Ihre Vita ja so gekennzeichnet. Wenn wir jetzt mal gucken, es hat sich ja viel verändert in dem Markt der Gesundheit. Die Bertelsmann Stiftung hat ein eigenes, also hat unter vielen Projekten eben auch ein Projekt, ein großes Thema Gesundheit. Vielleicht können Sie mal ein bisschen erzählen, was Sie da machen und wie die Stiftung mit diesem Thema Gesundheit umgeht. Ja, Sie haben es gesagt, wir haben die Stiftung arbeitet in vielen verschiedenen Themenfeldern. Das Gesundheit ist eins, neben Bildung, Demokratie, Europa, Wirtschaft. Und jetzt schon seit 40 Jahren, gegründet von Reinhard Mohn, damals, um aus dem Erfolg des Unternehmens und der gefühlten Verantwortung für die Gesellschaft da etwas zurückzugeben. Und Reinhard Mohn hat damals formuliert, dass die Stiftung zur Besserung der Dinge beitragen will. Also quasi zum Fortschritt der Gesellschaft. Und das ist auch unser Leitmotiv. Das prägt auch unsere Arbeit im Bereich Gesundheit zur breiten Teilhabe der Bürger an diesem Fortschritt. Und im Themenfeld Gesundheit oder in dem Programm und in den Projekten, in denen wir arbeiten, versuchen wir eben, dazu beizutragen mit unseren Mitteln, soweit wir das können, dass das Gesundheitssystem, wir nennen es bürgerorientiert oder patientenorientiert ist und dass die Versorgung ja mehr an Qualität gewinnt, mehr an Bedarfsgerechtigkeit gewinnt, an Effizienz. Und ganz oben drüber stehen vielleicht so drei strategische Schwerpunkte. Das eine ist das Thema Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung. Das andere ist die Gestaltung der Versorgung vor Ort beim Patienten, patientennah, wohnortnah. Und das Dritte, was uns abgeleitet aus diesem Teilhabemotiv beschäftigt, ist die Sicherung des Solidarprinzips in der Gesundheitsversorgung. Und Sie haben es angesprochen, ein Thema, was mich vor allem jetzt die letzten Jahre beschäftigt und hat auch schon gesagt, ist eben das Thema Digitalisierung. Und Digitalisierung kann man zum einen als Hebel zur Verbesserung von Gesundheitsversorgung betrachten. Zum anderen schauen wir natürlich auch drauf, was macht Digitalisierung mit der Gesundheit im Positiven wie auch im Negativen und wo ist vielleicht auch eine Grenze der Entwicklung, die wir als Gesellschaft und die wir als Medizinsystem nicht wollen. Mhm. Sie haben es jetzt auch schon angesprochen oder Sie haben mehrfach auch schon den Patienten in den Mittelpunkt gerückt. Sie haben immer wieder gesagt, wichtig ist die Patientenversorgung oder beziehungsweise auch die Begleitung der Patienten, aber auch das Bewusstsein der Patienten. Also Sie haben diese Gesundheitskompetenz angesprochen. Das finde ich sehr interessant. Vielleicht können wir mal darüber zwei, drei Sätze verlieren.
Hat sich das Verhalten verändert? Also ist der Patient oder der Mensch heute anders? Ist die Gesundheitskompetenz heute anders oder sind wir da erst auf dem Weg hin? Ist eine schwierige Frage. Wenn man auf Empirie guckt und auf entsprechende Befragungen, dann kommt man häufig zu dem Befund, dass die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung nicht ganz so ausgeprägt ist, wie sie es vielleicht sein könnte. Aber sicherlich hat sich das Verhältnis zwischen Arzt und Patient verändert, beziehungsweise befindet sich in einem Wandel, allein dadurch, dass Patienten heute einen ganz anderen Zugang zu Informationen haben, als sie das früher hatten. Also die Möglichkeit, mich vorab zu informieren, das zu überprüfen, was der Arzt mir sagt, die hat zugenommen. Erstmal ohne, dass ich das jetzt qualitativ einordnen wollte, was das mit dem Arzt-Patienten-Verhältnis macht, aber es verändert es. Und da gibt es ganz sicherlich, es gibt da nicht den Patient, und da gibt es viele unterschiedliche Patiententypen. Es gibt diejenigen, die in Anführungszeichen auf Augenhöhe mitentscheiden wollen, die mitsprechen wollen, und es gibt auch weiterhin diejenigen, die wollen, dass ein Arzt ein Stück weit eine Entscheidung übernimmt. Aber auch das kann kompetent sein, dieses Verhalten, wenn man diese Entscheidung bewusst für sich trifft und sagt, ich möchte das quasi delegieren an den Arzt, die Entscheidung über eine Therapie oder meine Gesundheit. Und was uns eben beschäftigt, ist die Frage, wie lässt sich denn Gesundheitskompetenz fördern? Wie bringt man gute Informationen zum Patienten und vor allem mit Blick auf das Arzt-Patienten-Verhältnis, wie bringt man gute Informationen in den Austausch zwischen Arzt und Patient? Und das ist eben unsere Perspektive. Und vielleicht als Ergänzung noch, wir schauen gar nicht so sehr auf den Patienten allein, sondern wir sehen da auch eine Verantwortung des Gesundheitssystems, das eben dazu beitragen muss, dass der Patient kompetent agieren kann. Also ein kompetentes System, was wiederum auch kompetente Patienten fördert. Ich glaube, das ist eine schöne Zukunftsaussicht. Also Sie haben sicherlich gesagt, die Gesundheitskompetenz, wenn ich jetzt gerade mal an diese Corona-Zeit denke, also wie viele Menschen gerade über das Thema Gesundheit sprechen und das Thema Gesundheit wirklich in den Vordergrund stellen. Und wenn ich jetzt mal was Provokatives sagen wollte, ich wäre froh gewesen, wenn so viele Menschen zuvor schon über ihre eigene Gesundheit so gedacht hätten wie in der Corona-Zeit, denn wir haben auch vorher Probleme gehabt und vielleicht zeigt uns jetzt gerade ein Virus auf, dass es nicht nur Viren gibt, sondern viele, viele andere Themen auch noch, mit denen wir uns eigentlich beschäftigen müssen. Mir ist aber gerade dieser Gedanke gekommen, es gibt ja diesen Satz von dem Patient Empowerment oder von dem Citizen Empowerment, also dass die Macht der Patienten, der Bürger, der Beteiligten an diesem System immer größer wird, weil die Ansprüche, die Erfahrungen oder auch die Möglichkeiten, sich zu informieren, viel, viel größer sind. Und der Arzt, und das ist ja auch ein sehr, sehr häufiger Aspekt, häufig nur noch mit einer Zweitmeinung. Also der Patient ist informiert, kommt vorinformiert und der Arzt gibt eine Zweitmeinung für den Patienten ab. Ändert sich da was in diesem ganzen Verhältnis und ist das gut oder ist das eher mit Vorsicht zu genießen? Können Sie da was zu sagen? Wir schauen da im Grundsatz eher auf auf die positiven Effekte und die gilt es da auch zu fördern, weil die Entwicklung wird sich nicht mehr aufhalten lassen, dass Patienten auch vorinformiert kommen oder die Empfehlungen des Arztes auch im Nachhinein überprüfen. Und letztlich geht es darum, genau das zu gestalten und genau diese Entwicklung zu gestalten. Und was wir da empfehlen, ist eben, dass Ärzte auch eine aktive Rolle einnehmen und dafür nötig ist eben auch eine Kenntnis des Marktes an Gesundheitsinformationen. Was gibt es da? Was ist wie verlässlich? Was ist wie vertrauenswürdig? Was wie gut? Und wenn sie eine aktive Rolle haben, dann können sie eben auch als immer noch erste Vertrauensperson des Patienten, können Sie eben auch empfehlen, über welche Quellen sich der Patient denn informieren kann. Und im Idealfall ist es ein Stück weit so, dass der Arzt Informationen auch im Nachgang zu einem Gespräch verschreibt, in Anführungszeichen. Wo wir da drauf gucken, ist zum einen die Frage, wie kann man es denn schaffen, dass nicht jeder Patient
mit unterschiedlichen Informationen aus unterschiedlichen Quellen zum Arzt kommt, also dass man es ein Stück weit standardisiert, die Informationen, die ins Arzt-Patienten-Gespräch einfließen. Da ist so ein nationales Gesundheitsportal, wie es jetzt gerade geplant ist, und die elektronische Patientenakte ein möglicher Hebel. Und die andere Frage ist, wie geht man denn, neben den vielen guten Informationen gibt es auch viele falsche und schlechte Informationen im Internet. Wie geht man denn mit denen um und wie bekämpft man diese? Das Thema Fake News ist ja eins, was auch jenseits von Gesundheit und jetzt gerade im Rahmen von Corona jetzt gerade auch wieder sehr sichtbar wird, dass es diese eben auch gibt und dass man da auch Mittel und Wege finden muss, damit umzugehen. Ich finde das, was Sie da tun, diese Arbeit, die Sie in der Stiftung leisten, die Öffentlichkeit, die das Ganze damit auch bekommt, ist deshalb so erwähnenswert. Und ich wollte jetzt nicht großartig benutzen, aber ich finde es tatsächlich schon so, weil Sie eben auch mit den Themen der Dinge ansprechen, die auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwierig sind. Ich habe zum Beispiel den Future Med Talk gehört, den Sie ja ausrichten in Kooperation einmal mit der Universität Wittenherdecke, wo junge Mediziner, also der Bundesverband der Medizinstudierenden in Deutschland mit dabei sind, wo Mediziner, Medizinerinnen mit im Boot sind und sie das Thema aktiv diskutieren, nämlich welche Rolle hat der Arzt in der Zukunft, und vielleicht auch mal natürlich auch da wieder die Frage stellen, was brauchen wir für einen Arzt in der Zukunft oder wie muss der Arzt denn da sein? Gibt es da eine Tendenz und einen Trend, wo Sie sagen, wir sind jetzt gerade an so einer Stelle, da wird sich in den nächsten 3-4 Jahren etwas ändern, oder dauert das aus Ihrer Sicht noch? Die Frage nach der Dauer ist immer eine schwierige. Die stellen wir tatsächlich in diesem Format, was Sie gerade erwähnt haben, unseren Talkgästen dann auch. Und da trauen sich dann wenige tatsächlich konkret was zu benennen, weil auf der einen Seite ist natürlich der Wandel gerade der technologische und damit auch der gesellschaftliche Wandel, das passiert alles gerade sehr, sehr schnell und in kurzen Abständen und Zyklen. Auf der anderen Seite hat natürlich das Medizinsystem ist sehr robust. Vielleicht ist eine Besonderheit des Medizinsystems beziehungsweise Gesundheitssystems robust gegenüber Veränderungen, was in Teilen vielleicht auch positive Effekte hat. Deswegen kann man das gar nicht so pauschal sagen, wie sich das, aber ein paar Entwicklungslinien lassen sich sicherlich beschreiben, und dazu gehört eben, dass Digitalisierung da auch die Arztrolle verändert. Wir haben in diesem Future Med Talk rausgearbeitet mit unseren Gästen, dass sowas wie wie Empathie und kommunikative Kompetenzen eben deutlich wichtiger werden in Zukunft, wenn die Technik mehr übernimmt von dem, was der Arzt heute vor allem im Bereich Diagnostik macht. Sei es, da gibt es ja schon einige Anwendungsbeispiele im Bereich künstliche Intelligenz in der Dermatologie oder in der Radiologie, wo eben das übernommen wird, was heute Ärzte auch vielfach machen, einfach Ergebnisse auswerten. Das kann dann vielleicht die Technik. Und für den Arzt bleibt dann mehr Zeit fürs Wesentliche. Und das Wesentliche ist dann immer noch das Arzt-Patienten-Gespräch. Und das ist eben das, was in der Universität Wittenherdecke auch im Vordergrund steht, in der Ausbildung eben diese kommunikativen Kompetenzen zu fördern. Das ist vielleicht wichtiger noch als den Umgang mit der Technik und das Wissen über die digitale Technologie zu fördern. Auch das ist wichtig, aber ist dann die kommunikative Kompetenz in den Vordergrund zu stellen und insbesondere in der ambulanten Medizin und bei den Hausärzten, wo das ja immer schon quasi die Kernkompetenz war, und die wird vielleicht in Zukunft noch wichtiger. Bevor wir gleich vielleicht nochmal so ein bisschen auf das Thema ambulante Versorgung kommen, vielleicht nochmal eine Frage zu der Rolle des Arztes als Unternehmer grundsätzlich. Das ist ja was uns hier im Business Talk Podcast immer sehr beschäftigt. Wie muss der Arzt oder wie sollte der Arzt in Zukunft ausgerichtet sein, bezogen jetzt auf die Rolle innerhalb seiner Praxis, in der Praxistätigkeit? Also es gibt ja, ich habe auch gesehen in dem Future Med Talk, den ich mir nochmal extra angeschaut habe vorher, weil es da gab es diese 7 Rollen des Mediziners, die hat eine Kollegin vorgestellt, die nochmal aufgeteilt hat, welche Rolle soll denn der Arzt überhaupt wahrnehmen, zu welchem Zeitpunkt? Und da kam eben auch dabei raus, dass das Thema Kommunikation und Patienten, also in der Rolle zum Patienten sehr, sehr wichtig ist. Aber es gibt eben auch noch viele andere Rollen, neben Manager, neben Unternehmer, neben dem Thema der vernünftigen Diagnose und so weiter und so weiter.
Wie kann sich denn ein Arzt aus Ihrer Sicht vorbereiten? Also wir erleben jetzt unabhängig von Digitalisierung ja, dass der Arzt in die eigene Praxis geht und letztendlich nach 14, 12 bis 14 Jahren Ausbildung innerhalb eines Studiums oder der Facharztausbildung nichts zum Thema Unternehmer sein gelernt hat. Schlüpft er da rein und wächst er nach Ihrer Ansicht damit oder sollte man vielleicht früher anfangen, den Arzt auszubilden, auch in diesen unternehmerischen Skills? Sicherlich ist das jetzt nicht unser ein zentraler Fokus unseres Tuns, aber ich ad hoc würde ich sagen, ja, das ist sinnvoll und das passiert auch in Universitäten wie Witten-Herdecke, die früh auch ausgerichtet sind auf eine mögliche Niederlassung von Ärzten. In Witten-Herdecke zum Beispiel wird es so umgesetzt, da gibt es das sogenannte Studium Fundamentale, wo die Studierenden aus dem Bereich Wirtschaft zusammen mit den Studierenden aus dem Bereich Medizin zusammen Vorlesungen belegen und wo man dann jeweils gegenseitig schaut und ein bisschen umfassender lernt und das Verständnis von dem Arzt in seiner Berufspraxis breiter ist als das rein medizinische. Und das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist, schon in der Ausbildung aufzugreifen. Und letztlich ist das natürlich dann auch ein Thema für Fort- und Weiterbildung. Und das kann man beim Thema Digitalisierung sehr gut sehen. Das ist natürlich entscheidend, dass Digitalisierung jetzt nicht nur über die Nutzung von Technologien in die Medizinerausbildung Einzug erhält, aber noch entscheidender ist ja jetzt kurzfristig, dass all diejenigen, die in der Berufspraxis sind, die Möglichkeit haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dazu etwas zu lernen, weil man kann von niemandem erwarten, dass er das allein dadurch, dass er zu Hause Technologie nutzt, auch in seine Berufspraxis übertragen kann. Absolut, ja. Das sehe ich ganz genauso. Bin froh, dass Sie genau diesen Punkt ansprechen. Das war auch ein bisschen der Grund, warum ich diesen Schwenker gemacht habe, weil ich darauf hinaus wollte, wenn wir jetzt über digitale Anwendungen auch in der ambulanten Versorgung sprechen. Wir haben jetzt gerade das DVG, also wir haben die Möglichkeit, demnächst Versorgung über Apps zu gewährleisten. Wir sind jetzt gerade in der Phase, welche Apps werden zugelassen, welche werden dauerhaft aufgrund einer guten Arzt- und Patientennutzungshäufigkeit weiter am Markt Bestand haben. Welche Entscheidung muss der Arzt denn, also das interessiert mich immer, wo muss der Arzt oder wo kriegt der Arzt die Entscheidung her, das tue ich jetzt? Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sagt der Arzt heute, ich habe meine, wenn ich einen Allgemeinmediziner nehme, meine 12 bis 1400 Scheine, meine Patienten, meine Fälle, warum soll ich jetzt anfangen mit digitalen Apps? Warum soll ich anfangen, digitale Anwendungen zu verschreiben? Die Patienten kommen doch sowieso und die Demografie spült mir gerade sowieso ganz viele Patienten noch in die Praxis. Das ist diese unternehmerische Entscheidung, die der Arzt ja treffen muss. Möchte ich irgendwann andere Patienten? Möchte ich vor allen Dingen meine Praxis so aufstellen, dass ich sie langfristig übergeben kann? Und da gehört für mich diese Entscheidung zum Thema Digitalisierung absolut dazu. Würden Sie das unterstützen? Würde ich sicherlich so unterstützen. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass die Wahrnehmung von Nutzen erfolgt über Erleben. Und ein Stück weit könnte ich mir vorstellen, dass so ein Effekt, wie wir ihn jetzt gerade in der Corona-Krise erlebt haben, dass dann auf einmal so eine Technologie wie Videosprechstunden eingesetzt wird, weil sie notwendig ist, weil die Patienten nicht mehr in die Praxis kommen sollen, dass dadurch auch Nutzen erleben auf Patientenseite und hoffentlich auch auf Arztseite dann erfolgt, wo vorher da noch eine größere Zurückhaltung war. Und wenn man so etwas erlebt, dass man dann auch erlebt, dass auch andere Technologien unter Umständen dazu beitragen können, dass eigene Arbeiten zu verbessern und zu erleichtern, aber auch den Kontakt zu seinen Patienten zu verbessern. Das ist, glaube ich, die zentrale Voraussetzung dazu. Und bei den Apps oder digitalen Gesundheitsanwendungen befinden wir uns ganz am Anfang eines Prozesses. Und letztlich ist ein zentrales Qualitätskriterium dieser Anwendung ja, dass sie zwischen Arzt und Patient funktionieren, dass das nicht nur reine Patientenanwendungen sind, sondern viele, und das ist etwas, worauf man perspektivisch hinarbeiten muss, dass es da eine in Anführungszeichen Interoperabilität zwischen dem, was in der Praxis geschieht und was der Patient
mit seiner Anwendung zu Hause macht und dass das aufeinander abgestimmt ist. Also letztlich geht es nicht um die technologische Anwendung als Standalone-Lösung, sondern um eine Gesamtlösung, die integriert ist in den Behandlungsablauf. Und da stehen wir noch nicht, da sind wir noch nicht, aber letztlich wird es sich dahin entwickeln. Und wie Sie schon sagen, wahrscheinlich ist es sehr, sehr wichtig, dass der Arzt jetzt früh Offenheit zeigt, sich das anschaut, guckt, wie sich die Situation da entwickelt, um perspektivisch dann dahin zu kommen. Ich bin übrigens total bei Ihnen. Sie haben gerade ja gesagt, dass wir nicht nur auf die gucken müssen, die jetzt in der Ausbildung sind, weil die vielleicht als, wie sagt man, Digital Natives ja sowieso mit digitalen Medien oder mit dem Umgang von digitalen Medien aufwachsen, sondern die, die jetzt in der Praxis sind, die vielleicht schon ein paar Jahre dabei sind und die wir jetzt an diese Themen heranführen müssen, aber eben auch aus meiner Sicht nicht nur die Ärzte, sondern insbesondere auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Praxen. Ich habe letztens etwas gelesen zu dem Thema, wie sinnvoll ist es denn, dass ein Arzt, eine Mitarbeiterin, also eine MFA, unmittelbar dem Patienten auch noch mal kurz erklären kann oder soll, inwieweit eine Anwendung einer digitalen App sinnvoll ist und wie sie das tun soll. Und da ist tatsächlich die Quote um 5-mal höher, wenn es vom Arzt oder von der Mitarbeiterin beschrieben wird, die Nutzung und die Nutzbarkeit hinterher, als wenn man dem Patienten einfach nur sagt, kümmere dich mal selber drum. Also da ist ja auch wichtig, wie erfahren Mitarbeiter von diesem Thema. Und ich glaube, das ist eine hohe Herausforderung, eine große Herausforderung, wie wir an die alle Beteiligten in dem System herankommen. Das sehe ich immer als größte Herausforderung in dem ganzen System. Gibt es da aus Ihrer Sicht irgendwelche Modelle, die das auch in Schulung bringen können oder wissen Sie da irgendwas? Erstmal volle Zustimmung zu dem, was Sie sagen. Das zeigen auch unsere Erhebungen, die wir gemacht haben, Fokusgruppengespräche, die wir mit Patienten, mit Ärzten geführt haben. Patienten werden digitale Anwendungen, Gesundheits-Apps vor allem dann nutzen, wenn der Arzt oder eine Mitarbeiterin die empfiehlt. Da geht es eben, und das verstehen auch Patienten wahrscheinlich jetzt nach und nach, eben nicht nur um den Schrittzähler und die Fitness-App und den Diätcoach, sondern da geht es ja jetzt inzwischen um Anwendungen, die Medizin machen. Mhm. Und da traut sich der Patient so von alleine nicht so ran, sondern wartet eigentlich drauf, dass der Arzt das empfiehlt. Im Übrigen steht und fällt damit auch die ganze politische Idee rund um die App auf Rezept, dass der Arzt das dann tatsächlich auch empfiehlt. Und dafür, das haben wir auch, wir haben Fokusgruppen mit Ärzten gemacht, braucht es genauso etwas wie Schulung, wie Information, wie Aufklärung, was passiert denn da eigentlich? Was heißt das denn eigentlich? Was ist eine Gesundheits-App? Was ist eine digitale Gesundheitsanwendung? Was bedeutet dieses Feld? Und geistern ja oft die Zahlen von den 100.000 Apps in den Stores rum, die man dann jetzt kennen muss und so. Und letztlich geht es dann einfach schon um die basale Information. Es geht gar nicht um 100.000, sondern vielleicht erstmal um knapp 100 als Medizinprodukt zugelassene digitale Gesundheitsanwendungen. Und die dann für einen bestimmten Indikationsbereich in einer fachärztlichen Versorgung zugelassen sind, das sind dann nochmal wieder deutlich weniger. Aber nichtsdestoweniger, das braucht irgendwie eine Information. Was ist das überhaupt? Wie geht man damit um? Wie verschreibt man das und in welchen Fällen würde man das verschreiben? Und wir selber arbeiten auch gerade an einem Konzept A, wo wir eine Anwendung entwickeln, die Transparenz über digitale Gesundheitsanwendungen schaffen soll und auch die Qualität dieser Anwendungen überprüfen soll. Das zum einen für Patienten, aber auch für Ärzte arbeiten wir an einer speziellen Anwendung. Zum anderen arbeiten wir an Informationsmaterialien, die sich gezielt an Ärzte und Mitarbeiterinnen richten, die zu diesem Thema aufklären sollen. Und letztlich wird man da schauen müssen, wie man das möglichst systematisch an Ärzte und Mitarbeiterinnen und möglichst breit bringt. Der Hartmann-Bund hat auch gerade eine entsprechende Infokampagne gefordert, habe ich in einem Positionspapier gelesen. Also letztlich ist
genau das notwendig, die Aufklärung, Information an der Stelle. Das ist super spannend. Können Sie da schon mehr zu sagen oder ist das noch nicht spruchreif? Nee, genau. Da kann ich schon ein bisschen mehr zu sagen. Also das, was wir da machen, ist abgeleitet aus dem Projektkontext der sogenannten weißen Liste. Die gibt es schon seit über 10 Jahren, wo wir Qualität im Gesundheitswesen versuchen, transparent zu machen. Das heißt, wir haben begonnen, Informationen über die Qualität, über das Angebot und die Qualität von Krankenhäusern zu vermitteln, abgeleitet aus den sogenannten strukturierten Qualitätsberichten von Kliniken, die wir dann übersetzen für den Patienten und die Angehörigen, so dass die im Falle einer elektiven Krankenhauseinweisung schauen können, welches Krankenhaus kommt denn für mich in Frage. Und dieses Prinzip haben wir übertragen auf unterschiedliche Bereiche, auf niedergelassene Ärzte, auf Pflegeeinrichtungen. Und das übertragen wir jetzt auch auf digitale Gesundheitsanwendungen, dass wir sagen, wir wollen einen Überblick verschaffen über die digitalen Gesundheitsanwendungen, die es auf dem Markt gibt und über deren Qualität. Und um die Qualität zu prüfen, haben wir verschiedene Standards und Verfahren eingeführt. Unter anderem arbeiten wir mit einem sogenannten Gutachterboard, wo Mediziner zusammenkommen, die sich die medizinische Qualität und das medizinische theoretische Fundament anschauen, also ist das medizinisch sinnhaft, was da gemacht wird, um das dann auch an Ärzte in der speziellen Anwendung zu übermitteln, vermitteln. Und was wir begleitend tun, ist eben eine Produktion von Informationsmaterialien, Videos, Audio etc., wo wir erstmal ganz grundsätzlich etwas dazu sagen wollen, was passiert denn da auf diesem Feld und was bedeutet das für Ärzte und Mitarbeiter. Also sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, das ist auch unglaublich wichtig, weil Sie haben gerade ja schon gesagt, es gibt so viele Anwendungen, dass man da wahrscheinlich den Überblick irgendwann verliert. Und gerade das Runterbrechen für den Patienten und aber auch für alle anderen ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll und auch angebracht. Wenn wir jetzt über das Thema ambulante Versorgung sprechen, also es gibt ja also die Sicherung der ambulanten Versorgung gerade in den Gebieten, sehen wir mal jetzt in ländlichen Bereichen und so weiter, funktioniert aus meiner Sicht, oder kann in Zukunft vielleicht besser funktionieren, wenn wir uns noch mehr den Themen Digitalisierung auch widmen und eine Zusammenarbeit, also auch sektorenübergreifend, also sowohl ambulant als auch stationär stattfinden kann. Jetzt weiß ich, dass auch Sie sehr, also innerhalb der Bertelsmann Stiftung auch sehr auf das Thema ambulante Versorgung aus sind und auch langfristig diesen Weg stärken wollen, gerade weil es wichtig ist, so habe ich Sie auch verstanden, das Thema Patientenverhältnis, Arzt- und Patientenverhältnis zu stärken. Es gibt diese berühmte Bertelsmann-Studie aus dem letzten Jahr, Krankenhäuser, wie viele Krankenhäuser brauchen wir noch? Es geht Ihnen aber immer, wenn man so ein bisschen da tiefer einsteigt, jetzt auch im Hinblick auf Corona wieder, den Hinweis, denkt immer daran, es geht nicht einfach darum, etwas abzuschaffen, sondern gleichzeitig wieder, komme ich wieder auf die ambulante Versorgung, diese ambulante Versorgung systematisch zu stärken und die wohnortnahe Versorgung, das ist das, was Sie gerade gesagt haben, in den Vordergrund zu stellen. Welchen Einfluss kann da die Digitalisierung nehmen? Ich frage das vor dem Hintergrund, weil wir haben einen, unser kleinster Sohn, der ist jetzt 17, der Typ 1 Diabetiker und ich weiß, wie wichtig es für ihn ist, dass wir den Kontakt zu unserem Mediziner haben, also um die Werte checken zu lassen und so weiter und so weiter. Ich weiß aber auch, dass wir das mittlerweile alles digital machen können. Wir bräuchten ihn gar nicht hier vor Ort, wir bräuchten einfach nur einen Ansprechpartner und der kann ja im Zweifel auch ein sehr gut ausgestattetes Krankenhaus sein, in dem wir zum Beispiel Versorgungsstrukturen haben, wo ambulante Versorgung auch an Krankenhäusern möglich ist. Können Sie vielleicht noch mal so ein bisschen diese Zusammenhänge aus Ihrer Sicht schildern? Ich glaube nicht, dass Sie grundsätzlich gegen Krankenhäuser sind, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es wichtig ist, spezialisierte Krankenhäuser zu haben, die genau an diesem Punkt versorgen können. Ich glaube, genau, Sie haben das sehr gut ausgedrückt oder unsere Position sehr gut beschrieben. Letztlich geht es um Spezialisierung und es geht um eine Stärkung der ambulanten Versorgung und wohnortnahen Versorgung. Da werden digitale Technologien eine zentrale Rolle spielen, um eben genau diese Spezialisierung zu ermöglichen, dass man auch über eine Distanz oder unabhängig von Raum und teilweise Zeit da eine Versorgung ermöglichen, eine Expertise
Expertise zum Patienten bringen kann oder den Patienten zur Expertise. Und da gibt es ja viele, viele Projekte im Bereich der Telemedizin. Die Telemedizin ist ja schon viele Jahre alt und die regional sehr erfolgreich funktionieren, wo eben in Deutschland noch das Problem ist, der Skalierung auf ein nationales Niveau. Also wenn man als Beispiel, wir haben uns vor einigen Jahren mal verschiedene Projekte angeschaut, da hatten wir als eine Beispiel die Notfallversorgung von Schlaganfallbetroffenen in Bayern, wo es eben so ist, dass es ein oder zwei Zentren gibt, die dann wiederum verbunden sind mit kleineren Krankenhäusern und 24 Stunden ist da ein Arzt, ein Neurologe, der dann zugeschaltet ist und der dann in diesem Zeitfenster, was beim Schlaganfall so wichtig ist, mit dem Arzt vor Ort in dem kleineren Krankenhaus die Entscheidung darüber trifft, macht man eine Lyse oder macht man keine. Und das passiert schon seit vielen Jahren digital. Es gibt hier im Aachener Raum das Projekt, wo Rettungswagen digital ausgestattet sind, um dann früh schon mit dem Krankenhaus in die Kommunikation zu kommen. Der Rettungsdienst ist eine ganz zentrale, wichtige Aufgabe, wenn man über Strukturveränderungen in der Versorgung spricht. Also da gibt es zahlreiche Projekte. Da gibt es Projekte, wo Kinderfachärzte zugeschaltet werden in Kinderarztpraxen vor Ort, um eben bei seltenen Erkrankungen auch helfen zu können. Und genau das, was Sie beschrieben haben, das wird man systematischer ausbauen müssen. Im Übrigen, habe ich gerade schon gesagt, aber das ist wahrscheinlich in Deutschland eher das Problem. Es ist nicht ein Mangel an Projekten und ein Mangel an guten Ideen, sondern eher der Mangel an Skalierung dieser Ideen auf ein nationales Niveau. Mhm. Und darum geht es, und das ist etwas, was uns auch beschäftigt, wie kann man denn politische Führung so gestalten, dass das besser gelingt? Also ich glaube, es gibt unglaublich viele gute Ansätze für dieses Thema. Die Sache ist immer nur, man weiß oft, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, man muss es anfangen. Und deshalb nochmal, ich glaube, das, was Sie mit der Stiftung machen und die Öffentlichkeit, die Sie haben und auch weiter gewinnen und auch die Kooperationen, die Sie da eingehen, ich kann nur nochmal an die Kooperation, die wichtige Kooperation zum Beispiel mit der Uni Wittenherdecke, weil sie jetzt hier vor Ort ist, weil sie bei uns unmittelbar gegenüber ist, ja nochmal hervorheben, finde ich wirklich ganz, ganz großartig. Darüber bin ich ja auch auf Sie nochmal mehr aufmerksam geworden, weil das Thema Future MedTalk eben ein großes ist, mit der Sie sich da gerade beschäftigen. Mit so einem Blick auf die Zeit, Herr Tranbehren, möchte ich zum Schluss einsteigen in die kurze Frage, kurze Antwortrunde mit Ihnen. Machen alle meine Interviewgäste. Und ich werde Ihnen 4, 5 Fragen stellen und bitte Sie, da relativ kurz drauf zu antworten. Versuch's. genau. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht, sagen wir mal, in den nächsten 5 Jahren? Eine konkrete Prognose würde ich mir nicht zutrauen, aber es gibt ein paar Entwicklungslinien. Das habe ich eben schon gesagt, das wird deutlich digitaler. Ich hoffe auf mehr Patientenzentrierung, auf mehr Kooperation zwischen Gesundheitsberufen, vielleicht verbunden mit neuen Berufsrollen wie einem Case Manager, der Patienten begleitet. Und wir haben, das haben wir eben angesprochen, hoffentlich mehr Spezialisierung und eine Ausbau und Stärkung der Versorgung wohnortnah, nah beim Patienten. Das wären so Linien, die man sehen kann, und da geht es sicherlich hin. Was bedeutet für Sie das Thema Gesundheit? Für mich persönlich ist Gesundheit die Grundlage, wie für viele andere auch, was wir jetzt sehr deutlich nochmal gesehen haben, um das Leben so leben zu können in dem Bereich, in vielen anderen Bereichen, wie es ist. Und das ist halt irgendwie eine ganz entscheidende Voraussetzung, und deswegen müssen wir sehen, dass wir die Gesundheit der Menschen irgendwie bestmöglich unterstützen. Mhm. Welche Eigenschaft sollte aus Ihrer Sicht der Arzt, die Ärztin als Unternehmer haben? Das Unternehmerische ist gar nicht so mein Kompetenzfeld, aber wahrscheinlich gehört es da auch rein, mit Blick auf die Digitalisierung, eine Offenheit für die Themen, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, vor allem sie auszuprobieren und
Ich glaube, was wir erfahren haben, ist auch im Gespräch mit Ärzten, dass es vor allem hilft, auch mit ärztlichen Kollegen zu sprechen, die schon positive Erfahrungen gemacht haben in neuen Feldern wie der Digitalisierung. Da maßen wir uns gar nicht an, dass wir da die Weisheit irgendwie hätten. Und da hilft es viel, viel mehr, als uns zuzuhören, mit dem Kollegen aus der Praxis nebenan zu sprechen, der schon positive Erfahrungen mit digitalen Technologien gemacht hat. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass man dieser interkollegiale Austausch, dass man da offen für ist, ne? Und auch mal Erfahrungen miteinander teilen muss. Und auch ruhig negative, nicht nur immer positive. Genau, aber genau. Einfach mal miteinander sprechen hilft. Hilft sowieso immer. Kommunikation, ja. Gibt es ein Buch oder einen Film, das Sie in der letzten Zeit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? Aufgrund meiner Lebenssituation mit zwei kleinen Kindern bin ich nicht so sehr zum Lesen gekommen in letzter Zeit, tatsächlich jenseits von Fachartikeln. Vielleicht zwei Bücher zum Thema, über das wir gesprochen haben, Digitalisierung, die in den letzten Jahren, die vielleicht auch für Ihre Hörer interessant sein können. Es gibt aus den USA den amerikanischen Kardiologen Eric Topol, heißt der sich seit vielen Jahren mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen auseinandersetzt und da einen Paradigmenwechsel beschreibt. Und das Buch, was er geschrieben hat, schon vor einigen Jahren, heißt The Patient Will See You Now. Also das ist dieser Paradigmenwechsel. Der Patient empfängt den Arzt. Das muss man nicht alles teilen, aber es ist definitiv eine Vision, mit der man sich auseinandersetzen kann, um zu sehen, in welche Richtung es sich entwickeln könnte. Und eine zweite Vision, oder ein zweites Buch, was in diese Richtung geht, ist das Buch Zukunftsmedizin von Thomas Schulz, ein Spiegelkorrespondent, der im Silicon Valley recherchiert. Und da sieht man eben, dass wir sprechen hier über Digitalisierung, über sehr naheliegende Entwicklungen, die Etablierung einer elektronischen Patientenakte, über Apps etc. Und dass die Akteure aus der Tech-Branche im Silicon Valley da schon deutlich weiter noch denken und dafür sorgen wollen, dass es künftig keine Demenz und kein Krebs und da geht es um so Fantasien wie das unendliche Leben und das eben nicht nur als Fantasie, sondern auch tatsächlich mit vielen, vielen Leuten daran arbeiten und das allein mal zu lesen, nicht um zu sehen, was in den nächsten anderthalb Jahren passiert, aber was in den nächsten 10, 15 Jahren auch passieren könnte und wie andere da drauf gucken, ist durchaus inspirierend. Vor allen Dingen auch zu sehen, was schon alles da ist, ne? wo man so denkt, eigentlich geht das noch gar nicht. Oder das könnte wäre schön, wenn das mal kommen würde. Ja? Genau. Ja, ja, sehr, sehr, sehr spannende Hinweise, sehr gut. Ja, gibt es jemanden aus Ihrem Netzwerk, den Sie, wo Sie sich vorstellen können, dass der hier zu uns passt, dass er vielleicht mal hier im Business Talk Podcast über das Thema ambulante Versorgung und Arzt und Unternehmer sprechen kann? Ich habe direkt keine einzelne Person, aber wo Sie Netzwerk sagen, wir haben als Projekt in der Stiftung ein Netzwerk etabliert, das nennt sich 30 unter 40. Da sind inzwischen in der zweiten Generation, insgesamt sind es dann jetzt 60 jüngere Menschen, die im Bereich Digitalisierung der Gesundheit aus unterschiedlichen Feldern kommen, ob aus Startups, ob aus der Versorgung, ob aus der Wissenschaft. Da lohnt es sich sicherlich, da mal reinzugucken, irgendwie wer dabei ist. Da sind viele mit sehr spannenden Perspektiven und wahrscheinlich auch bereichernden Perspektiven für Ihre Hörer dabei. Habe ich tatsächlich schon gemacht im Vorfeld und gut, dass Sie es ansprechen, da komme ich auf jeden Fall nochmal auf Sie zu. Ja. Sehr, sehr gerne, ja. Schön. Ja, ich danke Ihnen sehr für das spannende Interview, für die Infos aus der Stiftung und zu dem, was Sie machen. Nochmal, freue mich sehr, dass es diese Stiftung gibt, dass die Öffentlichkeit viel über das Thema erfährt und dass Sie dafür sorgen, dass es, ich habe ja jetzt erfahren, es heißt nicht mehr Schnittstellen, es heißt jetzt Nahtstellen, also man schneidet ja nicht mehr ab, man verbindet ja jetzt, dass Sie Nahtstellen herstellen, genau zu diesen unterschiedlichen Themen. Herr Thornbehrendt, ganz lieben Dank für die Zeit, aber Sie wollten noch was sagen. Nee, dann habe ich jetzt auch noch mal was Neues gelernt mit den Nahtstellen. Das können wir dann vielleicht auch so nennen. Genau. So. Ja, habe ich aber auch gelesen, kommt jetzt nicht von mir. Also da würde ich mich jetzt mit fremden Federn schmücken. Okay. Also für alle die heute mit dabei waren, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, sie zugehört haben und bleibt unternehmerisch. Das ist mein Wunsch an euch da draußen und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch interessant und spannend, dabei zu sein. Ich hätte noch viel, viel mehr oder länger mit Ihnen sprechen können, aber ich glaube, das war schon ein gutes Gespräch, hat mir Spaß gemacht. Sehr schön, vielen Dank. Wir machen ein Update einfach in einem Jahr.
So machen wir es, genau. Alles klar, ich danke Ihnen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.